Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark mit mir, dem Dobby. Ja, wir sind immer noch im Funkturm unterwegs, hatten jetzt in der letzten Folge einmal mit der gruseligen Molly nochmal gesprochen hier über das Funkgerät. Beziehungsweise hatten dort, nee, stimmt, über das Telefon hatten wir mit ihr gesprochen, über die Funkdinger hatten wir einmal den Rückblick, dass Astrid jetzt weiß, dass Mackenzie noch lebt. Ja, wir sollen einmal in Richtung Kohlemine. Ach so, erstmal hier, wartet mal. Hier, so. Oder? Wartet. Ne, wir nehmen die. Genau, und müssen jetzt hier einmal wieder zurück in Richtung Kohlemine. Würde jetzt aber hier einmal einen Abstecher machen und hier einmal gucken, was hier so abgeht. So, ne. So nicht, Freunde. So nicht. Genau, einmal hier runter. So, ja. Gemäß No Risk, No Fun gehen wir hier jetzt auch runter. Nee, besser nicht. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Wartet mal, jetzt. Ey, nee, Leute. So nicht. Ey! Was soll der Scheiß denn jetzt? Ey, ich komme hier nicht mehr hoch. Macht keinen Scheiß jetzt. Aua, Mann! Ist das wieder blöd. Ist das wieder richtig hohl. Ich komme hier nicht mehr hoch. Obwohl, doch, wartet hier. So, jetzt aber wartet erstmal kurz Behandlung. So, weiter geht's. Nee, da geht's nicht runter. Meine Güte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Egal, wir haben ja noch Verbände. So, wo sind wir? Hier sind wir. Das ist sehr gut. So, jetzt aber nochmal das Ganze. Und immer irgendwie ist es links, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Oh, aber so kriegen wir wenigstens Gewicht hinten aus dem Rucksack raus. Mit der Blödheit. So, hier müsste jetzt irgendwie, glaube ich, der See kommen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da können wir aber auf jeden Fall abklettern. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wartet mal eben. Wie weit ist denn das? Es wäre risky. Ja, wir warten erstmal, bis das da komplett aufgeladen ist. Und dann würde ich sagen, probieren wir. Das ist doch schon wieder so ein Himmelfahrtskommando. Ey, Leute, jetzt mal ehrlich. Aber es wird uns halt erleichtern, ne? Weil so müsste ich hier jetzt nicht einmal so rumgehen. Wie sieht's aus? So, auf H kann ich die Knarre wegstecken. Okay, gut. Er lässt uns sogar nicht. Moment. Wir gucken mal. Hier kommt das Beil weg. Das hat nur noch 25%. Geh mal einmal so durch. Ja, das Holz. Brauchen wir noch für Feuer machen? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir hier so machen können. Die Klamotten, da tue ich nichts von weg. Hier, 34%, das nährt uns doch nicht mehr. Die können wir gerade trinken.
So, Wasser haben wir auch kaum noch. Gucken wir hier einmal rein. Ja, das ist halt alles, was wir brauchen, ne? Damit würde ich gerne meine Öllampe eigentlich reparieren. Wie sieht's aus? Kann ich jetzt? Nee, immer noch nicht. Hier, wir tun die Stöcker weg. Die finden wir sowieso immer. So. Immer noch nicht? Okay. Was ist denn los? Dann packe ich das halt wieder ein, ist mir doch egal. Gut, dann gehen wir halt außen rum. Dann kann ich das Beil aber noch mitnehmen. So, den Rest lasse ich da stehen. Zack. Meine Kanone wieder in Hand. Und dann gucken wir mal, dass wir hier wegkommen. Gut, ich hätte auch runterspringen können, ne? Aber ihr wisst, was das hätte bedeutet. Wieder eine Prellung. Nee. Nee, nee, nee. So nicht. So, dann gehen wir hier jetzt halt mal ein bisschen runter. So ein bisschen, na, ein bisschen versetzt, um Gottes Willen. So, das klingt nach einem Wasserfall. So, hier auch ein bisschen versetzt laufen. Nicht komplett gerade runter. Okay, wir laufen aber auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist super. Da läuft ein Hase und wo ein Hase ist, ist der zweite nicht weit und der dritte auch nicht. Nein, ihr braucht keine Angst haben. Heute wird kein Hase geschossen. Ich habe noch genug Essen mit. Obwohl, er läuft mir direkt vor die Flinte. Nein, komm her. Och Mann, ich dachte, ich könnte ihn streicheln. So, ich muss jetzt ein Stück darüber. Ja. So, in die Richtung laufen wir. Und gucken mal, was uns da erwartet. So, hier ist auf jeden Fall der Fluss. Über den wir hoffentlich rüberkommen. Ja, es sieht okay aus. Mal Karten gucken. Ja, wir kommen direkt rein. Also hier mal die Augen offen halten, was hier so ist. Ich denke mal, es geht um das Haus hier vorne. Beziehungsweise den Unterstand. Okay, er speichert. Suchen nach weiteren Hinweisen auf die entflohenen Straftäter. Okay. Da hinten. Ja gut, da könnten wir hingehen. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr drin sein. Ja, steht doch auch dran, mein Gott. So.
Ja, komm, dann gehen wir hier noch hin, weil das ist ja sowieso unser Weg hier einmal rüber. Da haben wir noch den Hirsch. Ja, wir haben zwei, ne? Sehe ich jetzt gerade. Gehen wir erst dahin oder? Ja, komm, wir machen das, oder? So, machen hier den Nebenquest auch noch mit, weil es liegt sowieso auf unserem Weg, weißt du, ob wir jetzt hier die beiden noch eben mitmachen und dann hier oder ob wir jetzt einfach so durchgehen, komm, das ist vielleicht irgendwie eine Reise von einem Tag mehr oder so. Das können wir eingehen. Wir sind eigentlich noch gut bestückt mit Lebensmitteln. Und ansonsten schießen wir halt wieder, nein, keine Hasen, sondern Hirsche. Da ist mehr dran. Oder Wölfe. Okay, ich muss aber ein bisschen weiter nach da rüber. Aber erst nachdem ich hier die Wasserseite gewechselt habe. Na, er rennt schon weg. Gut, Körpertemperatur bei uns sieht auch noch relativ gut aus. Genau, jetzt müssen sich da hinten über den zweiten Fluss auch noch ein bisschen. Müde sind wir nicht. Essen haben wir. Ja, ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier doch zu dem ersten Ausrufezeichen hingehe, aber habe mich dann doch entschieden, dass wir das so machen wie bei der Erste Hilfe, wie bei dem Erste Hilfe, wo wir die Leute gerettet haben, dass wir den, der am weitesten weg ist, als erstes nehmen und dann den anderen. Weil vorbeikommen tun wir hier sowieso wieder, ne? So, unterer Wasserfall. Warum hier das Ganze vereist, das verstehe ich nicht, weil wenn da das Wasser runterkommt, wäre das Wasser hier in Bewegung und bewegendes Wasser kann nicht gefrieren. Das ist. Ah, naja, ich möchte nicht alles in Frage immer stellen. Nach wie vor eins der besten Games, eins der besten Survival Games, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Nach wie vor definitiv. Grafiktechnisch, naja, gut, man könnte mehr machen, ne? Gar keine Frage, aber. Muss es immer auf High-End-Gaming sein? Solange wie die Story passt, und das ist hier ja der Fall in The Long Dark, solange bin ich auch zufrieden. Genau, wir müssen jetzt hier einmal rum und am besten da hoch, ohne uns wieder irgendwie was zu brechen. So, hier sind noch unsere Spuren vom letzten Mal. Sehr gut. Da könnte ich mir eigentlich da hinten mein Essen wieder abholen. So, wir gucken mal. Genau, wir kommen genau drauf zu und dann einmal in die Richtung. Ich würde jetzt aber hier so langsam hochgehen und nicht hier mehr diese Berge, bevor wir uns wieder irgendwie wehtun. Da sitzt irgendwie, weiß ich nicht, so eine Seerobbe oder sowas. Im ersten Moment wollte ich gerade sagen, hä, was ist hier los? Aber ist doch nur ein Baumstumpf. Okay, aber wir laufen auf jeden Fall etwas schon in die richtige Richtung. Die Robbe lassen wir mal Robbe oder eher Baumstumpf sein. Weil Holz kann ich jetzt momentan erstmal nicht gebrauchen.
jetzt geht wieder die epische Musik los, wo ich jedes Mal denke, gleich passiert irgendwas. Hier ist die Straße. So, in die Richtung, okay. Also doch eher darüber. Ja. Da hängt wieder Bartflechte am Baum. Da liegt ein toter Hirsch. Okay. Ne, ein Kilo Fleisch nehme ich jetzt nicht mit. Haut und Darm brauche ich auch nicht. Aber... Perfekt. Ja, 77% nehmen wir mit. Das ist die Mediamarkt-Aktion aus Alt macht neu. So, wir gucken mal eben. Also wir sind auf jeden Fall drinne. Jetzt Augen auf, Leute. Das sieht mir doch danach aus. Da ist keiner. Hier ist auch keiner. Okay. Also da hoch irgendwie. Es wird immer unheimlicher jetzt hier. Jetzt muss ich hier auch noch in Höhlen rein. Was ist denn das? Nix, okay. Hier liegt schon wieder ein Pfeil. Das wird doch bestimmt wieder Molly gewesen sein. Irgendwie da draußen, irgendwas da draußen jagt uns. Hab die nicht kommen sehen. Dachte, wir hätten sie unten bei der Straße abgeschüttet. Haltet die Augen auf, Leute, sonst kommen wir hier nie raus, okay? Oh. Mann, ich wollte das scheiß Ding doch nur nehmen. So, dann gucken wir mal. Ne, Zenderholz lassen wir liegen. Ein Bett. Ja, nee, brauche ich gerade nicht. Danke. Aber hier... Okay, also gut, dann waren wir hier doch richtig, dann kann ich jetzt erstmal die Lampe doch wieder ausmachen. Gut, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch hier einmal bis darüber und da würde ich dann wahrscheinlich Rast machen wollen.
und mal ein bisschen Holz loswerden, weil wir sind deutlich überladen. Warte mal, erstmal kann ich hier nachladen. Man weiß ja nie. Gehe ich in Richtung Straße? Ja, tue ich, sehr gut. Ich warte nur wieder auf so ein Ahu und dann kommen die Wölfe wieder. Wird eigentlich mal wieder Zeit, ne? Also ohne, dass ich das jetzt beschreien möchte, aber irgendwie rechnet man da immer mit. Vor allen Dingen, weil das ja hier auf der Straße öfters mal vorgekommen ist. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier einfach so querfeldein. Also immer geradeaus. Hier ist noch ein Stück. Mann, erschreck mich nicht so. So, hier ist der Teich. Also da hoch. Okay. Es wird wahrscheinlich da hinten bei dem Berg so etwas sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, das wird hier sein. An diesen Berg oder an Klippe oder was auch immer das sein soll. Gehen wir einmal gucken. Obendrauf kann ich mir nicht vorstellen, dass da was ist. Es wird wahrscheinlich hier wieder irgendwo die Seite sein. Nee, hier runter. So. Vielleicht auch wieder eine Höhle oder sowas? Nee, da liegt was. Na, aber das sieht mir doch auch nach einer Höhle aus, oder nicht?
This will come in handy. Durchsuche das verlassene Lager. Nimm den Kram, um von hier abzuhauen. Die Hügel nehmen kein Ende, aber es gibt keinen anderen Weg. Das Ding ist immer noch da draußen. Ja, von was für ein Ding reden die? Das ist jetzt eine gute Frage. Ach, hör auf zu heulen. Ich glaube, ich muss da einfach mal wieder das scheiß Ding einsammeln, den Brief wahrscheinlich, damit es weitergeht. Ich würde die am liebsten immer liegen lassen, aber... So, der Brief war hier drinne. So. Seht ihr? Finde das Geheimversteck. Dann gucken wir hier mal. Da. Das wird wahrscheinlich das hier sein. I'll take it. Jawohl, nehmen wir mit. Na klar, nehmen wir das mit. Ach Quatsch, das war hier. Die war das. Da haben wir jetzt 25 Schuss. Das ist super. Wir machen hier jetzt nämlich aber einmal Rast. Jo, hier. Gut. Ich überlege gerade, ob ich ein Feuer mache, weil eigentlich ist es hier noch relativ warm drinne. Ja, komm, wir machen Feuer, dann können wir nämlich auch gleich mal einen Tee trinken oder so. Und ich werde hier ein bisschen ballastlos. Machen wir das halt so. Kurzer Prozess. Perfekt. Hier erstmal die dicken Dinger drauf. So. Die Knarre stecken wir ein, sonst passiert gleich wieder was ganz Schreckliches. Nicht, dass ich wieder zu blöd bin und wieder auf den Schießbutton komme. So, dann machen wir hier Essen und Trinken. 12 Minuten. Die braucht 4. So, das haben wir auch. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen... Das brauchen wir, genau. So. Das nehmen wir mit. Packen wir wieder ein. 2 Stunden. Die schlafen wir auch.
Warte mal, ja gut, hier gibt's einen Wärme, hier gibt's einen Wärmebonus. Das heißt, rein theoretisch bräuchte ich das Feuer gar nicht. Das kann ruhig ausgehen. Natürlich ist nice to have, ne? Hat so einen romantischen Touch irgendwie. Hier in der Höhle ein bisschen Feuer machen. Seinen Schlafsack hier. Am besten noch eine schöne Gitarre in der Hand, um ein bisschen Musik zu machen. Aber wir gehen jetzt erstmal pennen. Ja, doch noch ein bisschen düster. Wir gehen nochmal 4 Stunden schlafen und während wir schlafen gehen, legt ihr euch auch schlafen, denn das soll's für heute erstmal gewesen sein. Okay, wartet mal. Also das so wird's für heute auf jeden Fall gewesen sein. So ist es nicht, ne? Also ich würde mich da freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lassen würdet, in der nächsten Folge auch einmal mit einschalten würdet. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Ich bin raus, bleibt gesund. Macht's gut. Ja, vielen Dank, liebe YouTube-Gemeinde, Zuschauer und Abonnenten fürs Zuschauen. Bitte lasst auch ein Like da und wenn noch nicht gemacht, auch ein Abo. Wir haben noch so einiges vor. Schneller erfahrt ihr es über Discord, also schaut dort einfach mal nach. Wir sehen und riechen uns bald wieder, hier auf dem Kanal bei meinen Zwibbelring TV. Also, ciao.